Die Hündin Laika ist vermutlich eines der bekanntesten Tiere aller Zeiten. Kurz nachdem die Sowjetunion am 4. Oktober 1957 mit Sputnik 1 den ersten Satelliten in den Orbit befördert hatte, folgte nur einen Monat später am 3. November mit Sputnik 2 direkt im Anschluss mit Laika das erste Tier und damit auch direkt ein Säugetier in einen Erdorbit. Dass Laika ziemlich jämmerlich verreckt ist, wurde erst Jahrzehnte später nach dem Fall des Eisernen Vorhangs bekannt. Und bevor das hier in Russland-Bashing ausartet, die Amerikaner haben dafür Affen aus dem Weltraum ungebremst auf die Erde aufschlagen lassen, aber dazu gleich mehr. Das Video heute ist eine Kooperation mit meinem Kumpel Karim und seinem YouTube-Kanal Der Tierarzt. Ja, Senkrechtstarter plus Der Tierarzt, klar, dass mit Tiere im Weltraum schnell ein Thema gefunden war. In der Episode heute klären wir, mit welcher Technik Laika 1957 ins All geschossen wurde, wie die russischen Weltraumtierversuche erfolgreich einen sowjetischen Spion dauerhaft ins Weiße Haus gebracht haben und was der Erstflug von Juri Gagarin mit dem Erstflug des Starships von SpaceX zu tun hat. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du mehr über Raumfahrttechnik und die nächsten großen Sprünge der Menschheit erfahren magst, abonniere unbedingt Senkrechtstarter, denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos über Raumfahrttechnik, die größten Neuigkeiten in der Raumfahrt und Live-Raketenberichterstattung. Aber zum Thema der heutigen Episode. Die Hündin Laika ist mit einer auf der R-7 basierenden Orbitalrakete des in der Ukraine geborenen genialen Ingenieurs Sergei Kiraljow gestartet. Wie alle Raketen der R-7-Familie hatte sie das typische Aussehen der noch heute startenden Soyuz-Rakete mit den 4 Seitenboostern. Der Orbit, auf dem Laika unterwegs war, brachte sie mit 1660 km in der Spitze auch direkt sehr weit von der Erde weg. Das ist fast viermal so hoch, wie die ISS fliegt. Hey Mo! Laika sollte ja nach einigen Tagen im Orbit über Futter vergiftet werden. Das hat aber, wie wir 55 Jahre nach ihrem Tod erfahren haben, nicht geklappt, da es in ihrer Kapsel viel zu heiß wurde. Deshalb ist die arme Laika schon nach wenigen Stunden an einem Hitzekollaps gestorben. Bei so einem Hitzekollaps steigt die Körpertemperatur drastisch an und die Hunde können das nicht mehr durch Hecheln ausgleichen. Die Organe geraten an ihre Grenzen und versagen schließlich. Und das, was eigentlich tödlich ist, sind meist Herzrhythmusstörungen, wenn die Körpertemperatur dann irgendwann 42 Grad erreicht. Für diesen Effekt braucht man übrigens nicht mal eine Raumkapsel, sondern nur ein Auto in der Sonne. Deshalb die ganz klare Ansage, lass deinen Hund Findus bitte nie im Auto in der Sonne, da wird es innerhalb weniger Minuten so heiß, dass Laikas Hitzekollaps auch hier auf der Erde eintritt. Und um den Postillon zu zitieren, wenn man seinen Hund doch in der Sonne im Auto lässt, legt wenigstens Backpapier drunter. Wenn ihr wie ich auch einen Vierbeiner zu Hause habt oder euch für Tiermedizin interessiert, unbedingt den YouTube-Kanal Der Tierarzt von Karim abonnieren. Die ersten Säugetiere, die nach einem Orbitalflug wieder heil zur Erde geholt werden konnten, waren die beiden Hündinnen Belka und Strelka. Die kreisten am 19. August 1960 mit Sputnik 5 einen Tag lang um die Erde und überstanden den Weltraumflug unbeschadet. Strelka bekam auch nach ihrem Weltraumflug sogar noch Welpen, von denen eines zu einem sowjetischen Topspion wurde, aber dazu später mehr. Zwar war Laika das erste Lebewesen, das von Menschen auf einen Erdorbit befördert wurde, das erste Lebewesen, das die Grenze zum Weltraum überschritten hatte, war Laika aber nicht. Und dafür wieder zurück zu Karim. Ihr werdet garantiert nicht erraten, was für Tiere tatsächlich zuallererst im Weltall, also höher als 100 Kilometer waren. Fruchtfliegen. Die wurden 1947 in einer V-2-Rakete von den Amerikanern in eben diese 100 Kilometer Höhe geschossen, und zwar um zu testen, wie sich Strahlung und Schwerelosigkeit auf Lebewesen auswirken. Die Fruchtfliegen wurden mit dem Fallschirm wieder zur Erde gelassen und überlebten tatsächlich. Also zumindest eine Weile, weil Fruchtfliegen eh nur 50 Tage leben. Aber immerhin ging es ihnen da besser als späteren Tieren, die halt nicht wieder auf die Erde zurückkamen. Was hier schon ganz deutlich wird. Tiere wurden schon immer vorausgeschickt, um die Bedingungen für Menschen zu testen. Egal ob im Ballon oder in der V2-Rakete. Man startete mit einfachen Organismen, wie der Fruchtfliege, und näherte sich dann immer mehr menschenähnlicheren Tieren. Und bald schon wurden Affen ins Weltall geschossen. Albert II. War 1949 der erste Affe und sogar das erste Säugetier im Weltall. Der Start gelang und Albert überlebte sowohl Start als auch die Schwerelosigkeit. Seine Vitalzeichen wie sein Herzschlag und seine Atmung wurden komplett aufgezeichnet. Bis bei der Landung der Fallschirm seiner Kapsel nicht aufging und Albert zerschellte. Es gibt unterschiedliche Angaben zu den Leistungswerten der Rakete, dem sogenannten Aggregat 4, das von Werner von Braun entwickelt wurde. Als eine sehr frühe Rakete war sie auch gar nicht so besonders zuverlässig. Es war aber genug Treibstoff in der Rakete, um das Triebwerk für etwas über eine Minute brennen zu lassen. Die Startbeschleunigungen waren mit 10 Meter pro Sekunde Quadrat etwa 1 g, und durch das Verbrennen des Treibstoffs wurde die Rakete immer leichter und so nahm die Beschleunigung bei Brennschluss auf über 5 g zu, also das Fünffache der Erdbeschleunigung. Das fühlt sich dann so an, als wäre man plötzlich fünfmal so schwer wie normal. Bestimmt kein schönes Gefühl für einen Affen. Um die 5G mal einzuordnen, heute versucht man bei Flügen mit Menschen, wie zum Beispiel mit dem Crew Dragon von SpaceX, die Beschleunigung beim Start etwas geringer zu halten. Dafür reduziert man etwas den Schub der Triebwerke,
Das kostet zwar Effizienz, aber dafür sind die Humanoiden nicht so sehr gestresst. Bei Brennschluss der ersten Stufe der Falcon 9 werden 3,3G erreicht. Bei Brennschluss der zweiten Stufe sind es sogar 4,5G. Jedoch ist der Brennschluss der zweiten Stufe erst nach ca. 9 Minuten. Wie laut der Flug mit den ersten Affen war und wie sehr die Rakete beim Starten vibriert hat, habe ich leider nicht herausfinden können, aber ich denke, das wird definitiv kein Spaziergang gewesen sein und hat die Armtiere bestimmt massiv verängstigt. Affen im Weltraum, da denkt der eine oder die andere vielleicht an die Touristenflüge von Jeff Bezos und Blue Origin. Ja, und ähnlich zu den Flügen von Blue Origin waren all diese frühen Flüge nur suborbital. Während Laika mit Sputnik 2 so schnell war, dass ihre Sonde permanent um die Erde vorbeifiel, wir sprechen von Orbitalgeschwindigkeit, die notwendig ist, um eben nicht zurück zur Erde zu fallen, sind suborbitale Flüge solche Flüge, die keine Orbitalgeschwindigkeit erreichen. Das heißt, die Rakete beschleunigt vom Boden weg und wenn die Triebwerke ausgehen, ist die Rakete so schnell, dass sie weiter aufsteigt und die magische Kármán-Linie überschreitet. Das ist eine gedachte Linie in 100 Kilometern Höhe, die allgemein als Grenze zum Weltraum anerkannt wird, obwohl der Übergang eigentlich fließend ist und die Atmosphäre der Erde noch viel weiter über diese 100 Kilometer hinausgeht. Nachdem die Rakete dann im freien Fall ihre maximale Höhe erreicht hat, das sogenannte Apogeum, fällt sie durch die Erdbeschleunigung wieder zurück zur Erde und wird dabei immer schneller. Wenn die Atmosphäre dann schlagartig dichter wird, können erhebliche Bremsbeschleunigungen auftreten. Leider versagte bei der Kapsel von Albert II. Der Fallschirm, wodurch die Kapsel beim Aufschlag zerschellte. Erst 1959 gelang es den Amerikanern, Affen in den Weltraumflug zu schicken, die den Flug dann auch überlebten. Die Affendamen Abels und Baker flogen mit einer Jupiter-Mittelstreckenrakete von Cape Canaveral in Florida aus ins All. Mit mehr als 16.000 Kilometern pro Stunde rasten sie auf eine Gipfelhöhe von etwa 500 Kilometern. Beim Wiedereintreten in die Atmosphäre wirkten bei diesem steilen Flugprofil das 38-fache der Erdbeschleunigung auf sie. Auf ihrem gesamten Flug überwacht, muss der Wiedereintritt das Schlimmste für die verängstigten Tiere gewesen sein. Das Totenkopfäffchen Baker hat kurzzeitig Probleme mit dem Herzen. Rhesusaffendame Abels Herzschlag schnellte von 140 auf 222 Schläge pro Minute hoch und zudem atmete sie dreimal schneller als normal. Dass ihre 9 Minuten Schwerelosigkeit so lange sind wie die gesamte Flugdauer der New Shepard-Rakete von Blue Origin, war für die Affen vermutlich nicht so wichtig. Fun Fact, während die ersten Affen im All beides Weibchen waren, dauerte es 22 Jahre, bis nach dem ersten Mann im All mit Sally Ride eine erste Amerikanerin ins All flog. Wenn wir bei Amerika sind, ich schulde euch noch eine Erklärung, wie die Hündin Straker für einen Spion im Weißen Haus sorgen konnte. Ja, zusammen mit den ebenfalls an Bord befindlichen Mäusen, Ratten und Fliegen war Straker mit der Kollegin Belka unbeschadet auf die Erde zurückgekehrt. Straker bekam sogar nach dem Flug 6 Welpen. Der sowjetische Regierungschef Nikita Khrushchev, ja genau, das war der mit dem Schuh, schenkte 1961 eine Hündin dieses Wurfs an Caroline Kennedy, der Tochter des US-Präsidenten John F. Kennedy. Die sowjetische Hündin paarte sich mit dem Kennedy-Hund Charlie und bekam 4 Welpen, die John F. Kennedy im Scherz als Pupniks bezeichnet haben soll, also Anspielung an Sputnik und Papi-Welpen. Spannende Zeiten. Ja, zu diesem Zeitpunkt war die sowjetische Raumfahrt der amerikanischen noch haushoch überlegen. Das sollte sich erst mit der Mondlandung ändern. Genau in dem Jahr, in dem der sowjetische Welpe ins Weiße Haus einzog, im Jahr 1961, flog Juri Gagarin als erster Mensch mit Orbitalgeschwindigkeit und gilt ziemlich unbestritten als der erste Mensch im Weltall. Was die wenigsten wissen, sein Flug war weniger als eine Erdumrundung und damit sehr kleinlich gesprochen eigentlich gar kein Orbitalflug. Jeder, der ein bisschen Ahnung von Raumfahrt hat, weiß, dass mit Erreichen der Orbitalgeschwindigkeit die größte Hürde genommen ist und das Wiedereintreten vor einer ganzen Umrundung dann ein geplantes Manöver ist. So auch bei dem ersten Orbitalflug des Starships von SpaceX, der uns noch dieses Jahr erwartet. Auch hier wird der Orbit nach aktueller Planung bewusst frühzeitig beendet. Starship Orbitalflug, NASA SLS auf der Startrampe. Wir fliegen zu Mond und Mars. Anders als noch zu den Anfängen der Raumfahrt macht sich der Mensch selber auf und schickt nicht erst die Tiere vor. Denn wir haben in den letzten 70 Jahren so viel gelernt, dass wir ziemlich genau wissen, was uns auf diesen Flügen erwartet. Wenn du das nicht verpassen magst, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren, dafür hier drücken. Und wenn du wissen magst, mit was für einer Technik wir aufbrechen, dann ist dieses Video hier eine Empfehlung für dich. Wenn ihr wie ich auch einen Vierbeiner zu Hause habt oder euch für Tiermedizin interessiert, unbedingt den YouTube-Kanal Der Tierarzt von Karim abonnieren. Ich hoffe, das Video heute hat dir gefallen. Wenn ja, ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.